So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Abarth-Videoreihe auf dem Bilzerberg. Ich kann noch nicht genau sagen, wann wir das nächste Mal fahren und was wir bis dahin alles umbauen. Es wird auf jeden Fall in den nächsten 3, 4, 5 Wochen sein. Es kann auch sein, dass wir das nächste Mal erst am 18.10. beim Abarth-Day fahren und in diesem Video haufenweise Abarth zu sehen sein werden. Mal gucken. So, letztes Mal Bilzerberg. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir so langsam am Limit sind. Was heißt am Limit? Einmal die normalen Straßenreifen, die Pilot Sport, die können leider nur 2-3 Runden, dann werden sie so heiß, dass sie anfangen zu schmieren und einfach von der Haftung her schlechter werden. Das heißt, wir werden in dieser Folge auf jeden Fall auf einen neuen Reifen gehen. Was genau, weiß ich noch nicht ganz genau, sind wir aktuell uns noch ein bisschen am Informieren. Ich denke mal, es geht in Richtung günstigen Semislick. Müssen wir nochmal gucken. So, ein zweiter Punkt war, wir haben ja in der Folge, nochmal vielen Dank, bei Classic und Speed eine Achsvermessung gemacht. Die Achse stand vorher wirklich krumm und schief. Danach stand sie perfekt. Aber trotzdem war es für mein Gefühl so, natürlich ist das Auto besser gefahren. Es war aber nicht so, dass wir einen exorbitanten Vorher-Nachher-Unterschied haben. Was meines Erachtens daran liegt, dass die gesamte Achse von dem Abarth so weich ist, dass diese Einstellung, wie wir sie auf der Achsvermessung vornehmen, auf der Bühne, auf der Rennstrecke gar nicht der Realität entspricht. Das heißt, ein ganz einfacher Test dafür ist, wir nehmen einfach einen Drehmomentschlüssel und ziehen das Rad an. Und dabei sieht man schon, dass das ganze Rad sich beim Anziehen Zentimeter nach vorne und hinten bewegt. Was wiederum im Umkehrschluss auch heißt, dass beim Gasgeben, Bremsen, überm Körbfahren, Einlenken, die ganze Achse sich in alle Richtungen bewegt. Und das, was wir dort eingestellt haben, am Ende leider im Fahrbetrieb eh nicht da ist. Ist nicht schlimm. Das Auto hat 160.000 Kilometer runter, es ist alles original, da wurde nichts getauscht und somit greifen wir da jetzt als allererstes an. Das heißt, was haben wir vor? Ich möchte, dass das Auto das macht, was ich als Fahrer ihm sage. Jetzt gerade ist es so, man fährt als Beispiel mit 180 auf eine Kurve zu, es kommt links und rechts ein Curb und man kommt leicht mit einem Rad auf das Curb drauf und in dem Moment fühlt man sich als Fahrer nicht machtlos, aber man merkt halt schon in gewisser Weise, dass der Abarth in dem Moment einfach das macht, was er will. Er wird nicht unkontrollierbar und fährt nach links und rechts einfach, aber es ist einfach wie so ein weiches, schwammiges Fahren. Man hält zwar das Lenkrad fest, aber trotzdem macht das Auto so ein bisschen, ja, man merkt einfach als Fahrer, dass man in gewisser Weise sich unsicher fühlt. Genau das Gleiche ist auch jetzt, das hatte ich in der Folge ja schon gesagt, mit den Sitzen. Nach 10 Runden steige ich aus dem Auto aus und mir zittern richtig die Beine, weil ich so damit beschäftigt war, mich mit den Knien an der Lenksäule, an der Türpappe und überall festzuhalten. Das darf natürlich auch nicht sein. Das heißt, wir müssen uns in dieser Folge auf jeden Fall auch mit der Thematik Sitze beschäftigen, damit man da einfach festen Seitenhalt hat und sich aufs Fahren konzentrieren kann und sich nicht darauf konzentriert, sich festzuhalten. So, okay. Erstmal Abarth-Achsen. Eigentlich recht einfach. An der Vorderachse gibt es nämlich nur einen unteren Querlenker. Das ist jetzt nicht der originale. Aber es gibt eigentlich nur vom Achsaufbau her den unteren Querlenker. Und oben ist das Federbein. So, hinten Starrachse, das heißt, es gibt auch dort nur zwei Lager. Jetzt wollen wir diese ganzen Lager ersetzen, weil die originalen Gummilager, die werden einfach am Ende sein. Die sind jetzt mit der Zeit weich geworden, die haben Spiel und so weiter. Jetzt gibt es von DNA Racing, kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, ich habe den Sandro von Italo-Welt mal angerufen und der sagte mir, DNA Racing aus Italien, die bauen diese Upgrade-Querlenker. So, das Problem ist, der originale Querlenker ist aus einem Teil, das ist Guss, und das ist auch ein Teil mit Traggelenk. Das heißt, selbst wenn wir in PU-Buchsen reinmachen wollen würden, wäre das Traggelenk immer das normale, ich sag jetzt mal, Zubehörteil. Beziehungsweise falsch, wir können in unsere alten Lenker keine PU-Buchsen jetzt gerade reinmachen, weil das Traggelenk in dem Moment alt bleiben würde. Das heißt, wir müssten, wenn dann erst zwei neue Querlenker kaufen, würden dann da die PU-Buchsen reindrücken. Und da habe ich dann gleich gesagt, nee, da wir mit dem Auto eh noch was Größeres vorhaben, nehmen wir gleich die Racing-Variante. Das heißt, von DNA Racing, diese Querlenker, die sind komplett einstellbar. Das heißt, wir haben auf der Innenseite Uni-Beigelenke. Die sind unter dem Gummi, ist da halt einfach ein Uni-Beigelenk drin, kann ich jetzt so nicht zeigen. Das ist aber spielfrei. Das was, ist wirklich, was heißt dieses Uni-Ball? Ich habe das schon so oft gehört. Aber Uni-Ball ist grob erklärt, übertrieben gesagt, wie dein Kniegelenk. Mhm. So, das heißt, du hast eine Kugel und eine Scheibe, ne? Und dadurch, dass diese Kugel genau in
dieser Scheibe läuft. Scheibe heißt in dem Fall nicht Scheibe, sondern es ist eine Pfanne. Und das Ganze ist halt spielfrei, weil die Pfanne logischerweise zu jeder Seite greift. Okay. Das heißt, es liegt nach oben perfekt drin, nach unten perfekt drin, nach links perfekt drin, nach rechts perfekt drin und kann sich dabei noch verdrehen. Okay. So. Ist natürlich dementsprechend offen. Das heißt, da ist natürlich relativ schnell Dreck drin, Salz drin und so weiter. Mhm. Deswegen sind ja diese Gummimanschetten nochmal drin. Es ist halt aber 100% spielfrei. Das heißt, alles, was wir jetzt mit dem Rad aufnehmen, geht 1:1 in den Querlenker, geht 1:1 in das Federbein. Okay. So, ist eigentlich perfekt, nimmt aber natürlich auch jede Menge Komfort. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Straße hat, die so ein bisschen Spurrillen hat oder mal ein Schlagloch hat, wo sonst das Auto gar nicht unbedingt federt, sondern einfach nur durch die ganzen Gummilager einfach erstmal durchfährt. Mhm. So, das ist auch das, was ich eben gerade ein bisschen beschrieben hatte, ne? Dass das halt dann auf einer Rennstrecke, wo man aber eigentlich ganz genau dirigieren will, so ein bisschen halt das Ungenaue reinbringt. Achso, ja, ich verstehe. So, deswegen Innenseite Uniball. Außenseite halt dementsprechend wieder auf dem Trag gelenkt, ist allerdings auch eine verstärkte Version, merkt man auch so schon, das ist tierisch. So, das Coole an diesen Querlenkern ist, sie sind natürlich viel, viel massiver, weil es sind geschweißte Stahlteile, plus sie sind komplett einstellbar. Das heißt, wir können verschiedenste Sachen einstellen. Man sieht hier unten, dass wir den Sturz einstellen können, das heißt, indem man das hier einfach rausdreht, wandert das Traggelenk raus, das sind unsere Räder. Wenn jetzt das Traggelenk hier unten rauswandert, wird der Sturz immer größer. Das ist theoretisch auch die coolere Version, den Sturz einzustellen, weil es gibt beim Sturz einstellen immer zwei Versionen. Entweder Federbein oben rein, das heißt, unsere Spur bleibt gleich, oder Federbein oben fest, unten raus, das heißt, unsere Spur wird noch breiter. Mhm. So, breitere Spur, eigentlich für Rennstrecke immer cool. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben nach hinten hin genauso einen einstellbaren Lenker. So, und das heißt, in diesem Moment, wenn wir das rein- oder rausdrehen, haben wir den Punkt Nachlauf, den ich euch neulich beim Golf 3 schon erklärt habe. Jetzt wechseln wir mal die Ansicht. Jetzt guckt ihr quasi auf das Rad von hier. Also hier ist jetzt das Rad. Der Nachlauf ist quasi, wie weit das Federbein nach hinten gekippt ist. Das hat dann ein bisschen was mit Lenken in dem Moment zu tun. Genau erklären, wie sich das aufs Fahren auswirkt, kann ich bei einem Rennstreckenauto um die Kurve jetzt gerade nicht. Da brauchen wir irgendwann nochmal einen Fachmann für. Aber wir können jetzt über diesen Lenker hier, können wir den Punkt nach vorne und hinten schieben. So, das heißt, oben bleibt das Stoßdämpfer wieder fest und wir können, indem wir das rein- und rausdrehen, das Traggelenk nach vorne oder nach hinten schieben. Das heißt, es ist jetzt wirklich alles einstellbar, alles spielfrei, alles cool. Dazu gibt es dann noch Streben. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie sie kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Streben zusätzlich an den Achskörper von unten geschraubt werden, genau da, wo die Verschraubungspunkte sind. Das heißt, wir verbinden mehr oder weniger die beiden Querlenker links, rechts zusätzlich nochmal, dass auch da keine Verbindung mehr drin ist. Ja, sonst einfach nur nochmal Koppelstangen, hätten eh mal neu gemusst. Koppelstange heißt einfach nur die Verbindungsstelle von Stabi zum Rad. Die sind auch Uniball, das heißt, alles, was das Rad sich hoch und runter bewegt, geht 1:1 in den Stabi und genauso auf der anderen Seite 1:1 ins andere Rad wieder rein. Ja, so viel dazu. Ah ja, und dann, es gab Post, das muss ich euch zeigen. Und zwar haben ganz viele, haben ja gerätselt, hat dieses Auto jetzt ESP oder hat es kein ESP? Ich habe es zerlegt. Es ist tatsächlich unter der Mittelkonsole der Gierratensensor, der quasi dem Auto sagt, ob sich das Auto gerade längs beschleunigt, quer beschleunigt, wie auch immer. Und dadurch, dass er so einen Sensor hat, ist es tatsächlich wohl so, dass das Auto ESP hat. Ich bin der Meinung, wir sind die ganze Zeit nicht im ESP gefahren. Zumindest sowohl ich, als auch Selim, als auch du, als Beifahrer, hast du irgendwann jemals, glaube ich nicht, dass das geregelt hat. Aber ich wollte es trotzdem ausmachen. Wie macht man es aus? Man trennt die Stromzufuhr von diesem Gierratensensor und schon kriegt er kein Signal mehr und ist aus. Jetzt hat der Abarth Club Tricolore aus der Schweiz mir ein Paket geschickt. Vielen, vielen Dank. Extrem cool. Unter anderem Aufkleber, als auch ein Deaktivierungskit dafür. Kinderleicht einzubauen. Man nimmt einfach nur den originalen Zigarettenanzünder raus, baut diesen ein, hat gleichzeitig wieder einen 5 Volt USB-Anschluss und geht einfach mit den beiden Kabeln auf den Gierratensensor, kann somit die Stromversorgung unterbrechen und schon ist ESP an und aus. Knallleicht eigentlich, ne? Spaßknopf, würde man jetzt Merkantrieb sagen, ne? Ob bei Frontantrieb man da überhaupt was merkt, ja, ist eine andere Sache, aber ja, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank.
Oh, guck mal, mit Anleitung so. Werden wir auf jeden Fall einbauen. Nur zwei Personen empfehlenswert. Genau, hier sieht man es. Das ist die originale Mittelkonsole. Hier ist der 12-Volt-Anzünder. Den nehmen wir einfach raus, machen dafür das Ding rein und schon können wir ESP an- und ausmachen. Gucke ich einmal, ob ich den Sensor finde hier. Dann zeige ich euch den auch nochmal, wie er aussieht. Junge, das ist auch meine detaillierte Anleitung. Da, Mann. Das ist der sogenannte Gierratensensor. Da unterbrechen wir einfach das Kabel. Hat der Club die Anleitung geschrieben oder ist das... Ich nehme mal, das ist der Club. Arbeit Club Tricolore. Echt gut. Einbauzeit eine Stunde. So, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wir kümmern uns jetzt mal ums Auto. Wir würden gerne auch noch uns mal mit der Thematik Downpipe, ist ja immer noch originale Downpipe dran, damit beschäftigen und so, keine Ahnung. Wir zerlegen erstmal radikal vorne alles, weil ihr hattet ja im letzten Video auch gehört, Radlager, Antriebswellen, da ist auch noch irgendwas defekt. Und gucken mal, wie weit wir kommen und dann geht es bestimmt irgendwann auf Rennstrecke. So, wir sind mal wieder in Lennestadt angekommen bei der Firma H&R und ich habe mir überlegt, wir machen direkt hier mit unserem Abarth weiter. Hallo. Gibt jetzt einen kleinen Sprung und ich erkläre dir jetzt mal, was gerade passiert ist. Im Teil vorher habe ich ein bisschen erklärt, was wir alles verbauen wollen. Das ist jetzt alles verbaut. Das heißt, wir haben jetzt unsere Unibike-Querlenker vorne dran. Die werden wir gleich an der Bühne noch sehen. Es ist absolut gar nicht eingestellt, ja, wie du siehst. Ich habe den Sturz jetzt erstmal am Federbein aufs Maximum rausgemacht, weil ich mir persönlich nicht sicher war, wie wir am besten fahren, weil wir können jetzt ja den Sturz auch unten über den Querlenker einstellen. Mhm, genau. So, muss man mal gucken. Radlager neu gemacht, Antriebswellen mal komplett zerlegt, komplett gereinigt, waren tatsächlich alles blau angelaufen. Mhm. Hab auf die Schnelle leider keine anderen Wellen bekommen. Das heißt, ich habe jetzt mal einen Trick gemacht und habe sie mal links, rechts gedreht. In der Richtung, dass es in die andere Richtung vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert. So, dann haben wir, weil, kann ich ganz ehrlich sagen, die EBC-Belege hat gar nicht funktioniert. Ich blende mal hier ein Foto ein, wie die nach ein paar Kilometern auf der Rennstrecke aussahen. Brutaler Verschleiß und auch brutal kaputt. Okay. Kann sein, dass es daran lag, dass es einfach viel zu heiß geworden ist. Und das waren nur die Runden, die wir gefahren sind? Genau. Also es war ja nicht mal viel. Genau. Okay. Waren vielleicht, ich sag jetzt mal vorsichtig, 60 bis 80 Runden und ein bisschen Straße. Mhm. Das war's. So, auf jeden Fall, Lösung ist jetzt erstmal vorne für Rodo DS3000, also einen richtigen Rennstreckenbelag. Mhm. Hinten. Ja, dennoch eine Straßenzulassung oder? Nee, glaube nicht. Das ist ein reiner, merkst du schon beim Anfassen, ist jetzt mal ein richtiger Belag. Okay. Hinten gibt es jetzt schon ein Upgrade. Und zwar ist das eine größere Scheibe. Mhm. 2,65 statt 2,40 ungefähr. Von dem Competition, ne? Nee, das ist schon irgendwie Zubehör. Okay. Sattel nach außen gewandert und hinten habe ich einen Ferrodo DS 2500 verbaut. Okay. Nicht zu genau auf meine schnell orange lackierten Bremssättel. Ja. Gucken, weil ich habe das ganze Farblicht schon mal so leicht zu unserem Konzept angepasst. Das heißt, der rote Aufkleber ist auch runter. Da kommt natürlich wieder ein neuer Aufkleber drauf. Das haben wir allerdings noch nicht geschafft. So, weil meine Vermutung ist immer noch, so sah es auch beim Ausbau aus. Das Ding hat hinten so gut wie gar nicht gebremst. Ist aber so. Woran das jetzt lag, ist eine andere Sache. Ich glaube, es fehlte komplett die Bremskraft hinten. Deswegen wollte ich ganz gerne anfangen und erstmal hinten ein Upgrade drauf machen. Man müsste mal gucken, wie die Bremsverteilung überhaupt an die Hinterachse gerät. Wenn man jetzt zum Beispiel Oldschool hat, wie bei den gar nicht. Ich ganzen Starachsen Golf zum Beispiel, die haben hinten so einen Sensor. Je tiefer du den machst, desto mehr verstellt er. Also da kannst du darüber einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem ist, aber also ich vermute, der macht das alles nur übers ABS. Ja, okay. So, ne? Und So. Hm. Dann, lass mich überlegen, das haben wir. Dann geht es weiter an der Front. Da wir ja schon so ein bisschen Wassertemperaturprobleme hatten, ist der Klimakühler rausgewandert. Okay. Dann blende ich mal ein Foto von rein, der war so im Arsch, mich wundert, dass es überhaupt noch ging. Ja. Dann gibt es hier so ein mega geiles Gitter, wo die Nebelscheinwerfer rauswandern, was halt einfach viel, viel, viel offener ist. Ne? Ja. Also da geht jetzt mal so richtig Luft durch. Ja, auf jeden Fall. Hier hinter. Wir haben jetzt eine Bremsbelüftung verbaut, die ist jetzt gerade noch nicht angeschlossen. Ja. Da fällt mir auch ein kurzer Schnitt, ich muss mal einmal was holen. Sowas hast du im Programm bei Airlos? Nee, so. Ich soll dir lieben Gruß von dem Hersteller, Carbo Production, ausrichten. Ja. Das ist für dein Track-Tool E36. Ach. So, ja, hier habe ich jetzt tatsächlich angepasst E46. Da ist jetzt E46 dran. Cool, ja danke. So, passend dazu gibt es noch
Für die Frontstoßstange, genau. Statt Nebler. Ja, stark. Und dann kriegst du noch so einen schönen Schlauch dafür, der dazwischen kommt. Ja, das ist natürlich mega. Und dann ballert das. Das Ganze wird hergestellt von Carbo Production. Ich glaube, der Vertrieb läuft über wen anders, aber das ist auf jeden Fall der Schimmel. Krass. Aber schon geil gemacht. Ne? Das sieht mega aus. Vor allem richtig, ja. Das sind richtige Formteile. Ja. Geil. Damit es auch nicht zu heiß wird. Ja, so. Danke schön. Wir werden das nächste Mal Rennstrecke allerdings noch ohne Belüftung fahren. Ja. Weil ich einfach sehen will, ob sich so ein Rennbelag besser, einfach besser schlägt auf der Strecke. Hast du eigentlich so ein Temperaturmessgerät? Theoretisch ja. Dann bring das bitte mit. Hm. Weil das machen die nämlich alle am Bilsterberg, das habe ich jetzt am Wochenende wieder gesehen. Gucken sich Bremsentemperatur? Die fahren sofort raus, also wirklich, die fahren nicht mal hinten bis zur Box, die fahren raus, bleiben stehen, messen sofort und gucken, wie heiß die Bremse ist. Hm. So. Ja, die ist verbaut. Es gibt ganz viele Infos auf einmal. Genauso habe ich mich dazu entschieden, weil es nämlich auch sogar in dem Baujahr noch zulässig ist, die Tagverleuchten rauszunehmen. Mhm. Hier ist normalerweise Tagverlicht drin. Habe da so schön bei eBay so ein Racing-Gitter gekauft und so ein Racing-Gitter hintergeklebt, weil dahinter ist jetzt die Ansaugung. Sieht aber paarig aus. Ja, genau. Habe ich auch so geguckt, dass das so stark. Passt. So, weil wir wollen ja erstmal gucken, wie weit wir diesen Original-Turbolader ausquetschen können. Und deswegen ist jetzt der erste Step erstmal Ansaugung machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach direkt von hier mit dem 76er Rohr und kriegen schön kalte Luft hier durch den Pilzfilter fertig. Das heißt, diese ganze Abdeckung oben fliegt runter. Und ja. Was hat er denn jetzt an Leistung? Das kann ich dir noch nicht sagen, aber Software ist noch so geblieben, wie sie ist. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt nur die Ansaugung wieder geändert. Das heißt, lass das Ding so, wie jetzt steht, 170 besser. Okay. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, weil zwei, drei Freunde hatten auch so einen. Alles irgendwie ab 210, 15 PS wird wohl kritisch. Mhm. Dann musst du irgendwas verstärken, weil der Motor sonst um Ohren fliegt. Mhm. Ja, da sind wir auf jeden Fall noch von entfernt. Ich glaube Pleuel. Weil, also ihr könnt euch in der nächsten Folge auf jeden Fall darauf freuen, da sind wir bei Benny, BK Performance, der baut uns eine Downpipe. Mhm. Der will nämlich tatsächlich sogar eine EWG-Downpipe dafür bauen. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal wieder eine Vorher-Nachher-Messung machen. Weil das, wir sehen es gleich auf der Bühne, das ist ja so ein Rohr. Bräuchchen, ja. So, dann ja, sagt ihr ja schon, Klimaanlage rausgeflogen, ein paar Kilo weniger. Alles so ein bisschen plus Innenraum und dann wiegen wir ihn gleich nämlich mal. Dann haben wir nämlich mal wieder einen aktuellen Stand. Wobei ich finde ja der Innenraum. So, jetzt kam ja der Ron für Manadel Works auf mich zu. Der ist wirklich beim Race 1000 angekommen und meinte, ey, ich habe dir doch mal eine E-Mail geschrieben. Ich bin ein Sattler aus Magdeburg und jetzt haben wir hier wirklich mit wenigsten Mitteln versucht, einen krassen Innenraum rauszukriegen. Ne? Sieht mega aus. Und du erkennst dich ja, du erinnerst dich ja noch an den alten Innenraum. So, das heißt, wir haben Folgendes gemacht. Als allererstes Recycling, wir haben die alten Schalensitze von Marius genommen, ja. Die in seinem Golf 2 waren. Die haben wir hier reingemacht. Mustafa, Basssitze, der, wo du deine Sitze auch her hattest. Ne? Ja, ja, genau. Der hat ein paar Konsolen geschickt. Und jetzt haben wir hier zwei Pole Position drin. Gewichtsersparnis 22 Kilo. Zusammen. Nur die Sitze? Zusammen, ja. Beide Sitze. Okay. So, setz dich mal rein. Nee, stopp, setz dich noch nicht rein. Da wir den Sitz aber ein bisschen aufwerten wollten, weil das einfach ein gebrauchter Sitz mit Löchern und so weiter ist, kam uns die Idee, das ist halt das Coole an Ron, der hat auch hier und da mal ein paar Ideen. Mhm. Wir haben hammerhart einfach einen Alcantara-Streifen in der Mitte drauf genäht. Aber das sieht so aus, als wenn du es so kaufen könntest. Genau. Ist wirklich kein Aufwand, kostet auch nicht viel, kann jeder machen, wenn ihr irgendwelche Pole-Position habt, die ihr schnell aufwerten wollt, weil, Kissen kannst du einfach rausnehmen. Ja, ja, genau. Nimmst du einfach raus, schickst ihn zu, zack, hast da so einen schönen Streifen drauf. Ja, das sieht super aus. Also innen kein Vergleich zu vorher. Türverkleidung. Setz dich mal rein. Du sitzt gleich komplett anders. Du denkst, du sitzt in einem anderen Auto. Ja. So, ne? So tiefer, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Welten tiefer. Welten, ne? Ich habe versucht, so tief wie es geht. Aber hier, Steigknopf auch, ne? On point. So. Und dann halt passend dazu, Lenkrad war eh abgegriffen. Deswegen jetzt das Lenkrad. Dann hier vorne diese Kanzel noch gemacht. Ja. Armauflagen. Handbremsgriff, Schaltknopf. Mhm. Ist so das. Ich nenne es jetzt mal Rennstrecken-Einsteiger-Paket in Alcantara. Das ist das, was dir als erstes auffällt. Genau. Finde ich aber, macht brutal was aus. Mehr würde ich auch gar nicht machen. Nee. So, mehr braucht man nicht. Ist immer noch im bezahlbaren Rahmen. Das sieht echt super aus. Also, wenn ihr auch eure Sitze ein bisschen aufwerten wollt. Mit aber Sitzposition ist geil. Ich finde es auch geil. Ist jetzt maximal tief. Also wirklich, ganz anderes Raumgefühl. Ich bin ja mal gespannt, wie viel die Sitzposition ausmacht fürs Fahren. Jetzt nicht vom Schwerpunkt. Genau. Mhm. So, weil ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass wir schon 10 cm tiefer und hinten sitzen. Ja, ich hatte auch. Dass das Auto gleich ganz anders arbeitet. So, ne? Vom Feeling wird das ein ganz anderes Auto. Ja. Definitiv.
Ich denke auch, weil jetzt endlich ist das hier mal richtig. Ja, du sitzt, erinnerst du dich an das letzte Video? Ja. Da sagtest du noch, oh, mir tun schon die Arme weh, weil ich mich ganz am Lenkrad abstütze. Nächstes das hast du Step, ja gar nicht. Nächstes Step ist jetzt natürlich Hosenträgergurte, um es nochmal sicherer zu machen. Dann geht aber so ein bisschen, finde ich, immer dieser Straßencharakter flöten. Ne? Deswegen haben wir es jetzt erstmal noch mit dem herkömmlichen Dreipunktgurt. Und aber es gäbe doch sogar auch noch die 4-Punkt mit EC zulassen. Ja, gibt es auch. Gibt es auch. Gibt ja auch für den Sitzner ABE und so weiter. Ne? Ja. So, und hinten, das sind jetzt, das ist geil. Hinten sind 2,5 Kilo, die schon fast wieder wehtun. Aber hinten, oh, das hast du in schwarz gemacht, das sieht auch gut aus. Hinten gibt es so eine kleine Clubsportmatte. Das heißt richtig Schaumstoff plus Dings. Okay, cool. Und falls man doch mal auf der die Straße ein bisschen. Die gab es ja so fürs Auto oder selber angepasst? Nee, gibt's so zu kaufen. 80 Euro oder so. Sieht so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ist einfach, bei mir fährt das Auge immer mit. Ne? Ich brauche immer ein gutes Gefühl beim Fahren. Mhm. Gutes Gefühl beim Fahren. Und so, finde ich, ist das schon. Sieht aus, auf jeden Fall, als wenn das Auto was kann. Ja. Das auch passt schön in schwarz, finde ich. Ja. Wirkt stimmig, der Innenraum. Ja. Ja, das ist immer so. Ich mache auch immer nicht zu viel Alcantara, weil ich finde, man kann auch mit zu viel immer schlecht machen. So, ne? So. Okay. Ja. Wie sieht es allgemein aus mit anderen Verkleidungen? Sowas oder so? Nee, ist mir zu viel. Das bleibt drin. Ja. Okay. Nein, also es wird ja der Tag kommen, brauchen wir uns nichts vormachen, dass hier irgendwann eine Zelle reinkommt. Mhm. Alleine, weil es einfach manche Strecken, manche Rennklassen einfach vorsehen. Ne? Nee. Ja, dann brauchen wir auch keine Abdeckung. Okay. Brauchen wir nichts aber vormachen. Aber du willst versuchen, jetzt bis zum äußersten Limit den Straßencharakter beizubehalten. So wie der Innenraum jetzt ist, plus Hosenträgergurte, wird es auf jeden Fall. Ja, aber das sieht super aus. Also schöner Kompromiss von Racing. Willst du einfach bleiben. Ja. Jetzt muss ich natürlich zu meiner Verteidigung dazu sagen, da sind natürlich jetzt keine Lautsprecher mehr hinter. Da ist natürlich auch kein Lautsprecher mehr hinter. Da ist original ein fetter Subwoofer unter dem Sitz. Der ist auch schon rausgeflogen. Aber Radio ist noch drin und mit den Hochtönern kannst du tatsächlich so noch Radio hören. Reicht für so ein Trick. Ne? Ich bin selber gespannt, was er jetzt wiegt. Ein paar Kilos kommen auf jeden Fall noch Klimakompressor raus. Das geht allerdings so nicht. So einfach geht schon. So ein paar Kilos wird man schon noch finden. Ne? Aber ich glaube, wir müssten jetzt so im Bereich. Ich würde sagen, wir wiegen einfach uns einfach. Was hat er denn vorher gewogen? Komplett Stock 1099. Okay. 1099. Hast du eine Prognose? 1099, wobei ich jetzt müsste ich lügen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das mit Dreiviertel Tank oder vollem Tank. Ich versuche mal so Dreiviertel bis voll zu machen. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, als wir das letzte Mal mit gefahren sind, hat er 1065 mit Dreiviertel Tank. Jetzt ist Tank gerade voll. Mhm. Was schätzt du denn? Ja, also ich tippe drauf, er müsste so 1030 jetzt wiegen. 1020. Okay. So in den Dreh. Ich war voller Hoffnung, dass ich eine leichtere Radreifenkombination hinkriege. Ne? Mhm. Die Scheißfelgen sind erstaunlich leicht. Mhm. Und der Michelin-Reifen ist auch noch leicht dazu. Also das wird schwierig. Okay. Das wird schon mal schwierig, da noch was zu machen. Ja, dann wiegen so, wir. So, 1020. Und ich sage, das geht noch weiter bis in Richtung 950. Glaube ich, ist machbar. Bei Downpipe, original Downpipe, weiß ich, ist Tonne schwer. Mhm. Also ein paar Sachen geht da noch. Ja gut, der, Klimakompressor und alles noch. Der GTEC-Auspuff da hinten drunter hängt, diese Wanne, die ist schwer. Ich tue mich aber schwer, sie wegzumachen, weil ich glaube, das Gewicht hinter der Hinterachse, das bringt schon was. Nee, du musst ja ein bisschen Gewicht hinten so, haben. Ne, weil der liegt da so flach hinten drin, wie so eine Metallplatte, sage ich jetzt mal. Gerade Startziel, ne? Wenn du da in die Eisen gehst, dann wird er hinten leicht. Ja. Okay, komm, wir wiegen einmal schnell und dann geht's auch auf den Bühnen. Schlechte Nachricht. 1049. Okay. Also sind ein paar Liter mehr Sprit drin, liegt die Matte hinten drin, das heißt eigentlich 1040, ne? Mhm. Aber ja, ist halt noch ein schweres Auto. So, jetzt darf man nicht vergessen, Bremse hinten ein bisschen größer geworden, sind garantiert pro Seite wieder ein Kilo mehr, ne? Ja. Querlenker vorne mit dem Uniball, wirst du gleich sehen, die sind definitiv ein bisschen schwerer. Mhm. Dann zusätzlich nochmal wieder eine Strebe von unten angeschraubt. Weißt du, man baut ja auch zusätzlich immer ein paar Sachen ein und nicht nur aus, ne? Ja, also, ne? Klar. So, aber bei den Sitzen hätte ich gedacht, dass wir da ein deutliches Minus. Jetzt, das hatte ich gewogen, das sind 22. Ich bin ja einer, ich baue immer alles aus und wiege es gleich. Auch die 4 Lautsprecher. Was würdest du tippen, wiegen 4 Lautsprecher? 15 Kilo. Junge, 30er Subwoofer oder was? Ja, weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast einen Subwoofer darin gehabt. 4 Lautsprecher, 1,8 Kilo. Nee, ich dachte, ich weiß nicht, was der Subwoofer unter dem Sitz. 2 Kilo. Ah, okay. Ja, es gibt ja so welche, die haben so richtige Dinger da sitzen. Man denkt immer, das wiegt alles viel, ist man nicht so. Okay. Wirklich 2. Die 4 Lautsprecher, 1,8 Kilo. Okay. Ganz viel inzwischen, was halt mal gar nicht. Ja gut, aber hier und da immer ein paar Gramm, da ein Kilo, das macht halt irgendwann was aus. Ne? Wichtig ist halt, dass es leichter wird und man funktionierende Teile einbaut. Mhm. So, ne, das jetzt wäre aber die Frage, wo holst du noch Gewicht raus, was wirklich schwer ist? Ja, also wie gesagt, um auf unter 1000 zu kommen, wird
sportlich. Muss man ein bisschen gucken. Findet schon hier und da immer mal wieder was. Ja. Cabrio machen das Dach raus. Cabrio, genau. Nee, so ein paar Ideen habe ich schon. Ne? Ja, gut. Was ganz cool ist, was ich finde, ist, ich nehme mal, euer Boden ist endlich mal hier schön gleichmäßig, ne? Ja. Dass er einigermaßen gleichmäßig auch steht, ne? Mhm. Das passt schon. Ja, stimmt. Auch vorne zu hinten, immerhin so ein Drittel, zwei Drittel, ne? Und nicht so komplett kopflastig. Ja, ne? Gut, du hast halt hinten wirklich fast nichts drin, ja, ne? Das Einzige, was halt wahrscheinlich dir wirklich nur Gewicht kostet, ist halt die Starrachse und der Endtopf. Ja. Das ist halt so, ja, das, was, ja, schwer, ja, ist. Ja, klar. Und ist ja nichts mehr drin. Ja. Okay, ich würde sagen, einmal auf die Bühne. Jetzt kommt natürlich auch noch Gewicht wieder auf die Hinterachse durch den Stabi ein bisschen. Genau, deswegen sind wir jetzt nämlich hier. Thema Stabi. Ja. Ich würde sagen, wir packen ihn erstmal auf die Bühne und fangen dann an. Können wir machen. So, wir haben das Auto einmal hochgenommen. Jetzt können wir euch nämlich nochmal die Belüftung hier zeigen. Hier musst du von innen einmal rein filmen. Hier geht jetzt dann ein Schlauch drauf und wird die Luft zugeführt. Sieht jetzt erstmal cool aus. Haben wir passend gemacht vom BMW. Ist eigentlich für die Bremsscheibengröße immer noch zu weit weg. Ja. Weil er bläst jetzt halt volles Ballett gegen die Scheibe, soll aber eigentlich mehr in die Mitte reinblasen, um halt die ganze Scheibe so ein bisschen zu kühlen. Ne? Genau. So, aber ist jetzt erstmal, ja, okay, wir müssen erstmal hier alles fertig machen, dass wir dann gucken können, wo wir den Schlauch langlegen. Ja. Und so weiter. Ja, das ist die besagte Downpipe bzw. Rohr dazu. Das ist natürlich mal ein Witz. Andererseits sind die auch nur 200 PS, ne? Aber okay. Ja. Die wird auf jeden Fall dicker und größer. Yes, hoffentlich. Querlenker. Jetzt, wie gesagt, voll einstellbar. Einmal hier Sturz und einmal Nachlauf. Kann man jetzt einfach alles feststellen. Okay. Muss natürlich jetzt hier auf dem Fachmann jetzt machen. Komplett nach vorne und hinten wandert, genau. Also das einzustellen an beiden Achsen, dass alle Parameter passen, das wird ein bisschen... Bisschen Action. Ja, aber machbar. Ist halt mehr Aufwand, wie eine normale Achse zu vermessen. So. Wir lassen jetzt trotzdem erstmal nochmal das euer, ich sag mal, Straßengewinde erstmal drin. Genau. Wollen immer nochmal gucken, ob da nicht noch ein bisschen was geht. Mhm. Aber ihr hattet die Idee, wir fangen mal vorne an, den Stabi zu tauschen. Genau. Also wir haben jetzt drei unterschiedliche Varianten gemacht. Serienmäßig ist das ein 21 mm Stab. Mhm. Und wir haben drei Varianten. Also einmal tatsächlich sogar weicher um 18% mit einem 20 mm Durchmesser. Hat den Grund, weil du aktuell ohne Vorderachssperre fährst. So, und ohne Sperre ist das Problem, wenn wir jetzt einen deutlich strafferen Stabi einbauen, gerade im Rundstreckenbetrieb, passiert nämlich Folgendes, das eine Rad hebelt das andere aus. Also heißt, wir kriegen Wheelspin, das Auto wird tendenziell nicht schneller, sondern langsamer, weil er nicht vorwärts kommt. Und verstehe, okay, das heißt, nochmal für alle, die es jetzt nicht wissen, hier ist der Stabi verbaut. Genau. Und wenn ich jetzt hier hochdrücke, wir haben den jetzt oben mal losgemacht, sieht man auf der anderen Seite, dass er das gleiche auf der anderen Seite logischerweise auch macht und somit die Räder links-rechts verbindet. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine Verbindung, ich weiß nicht, ob der René das hier drauf bekommt, hier mit der Pendelstütze oben am Federbein, ne? Also hier. So, auf der anderen Seite das gleiche auch. Jetzt federt dieses Rad ein, also was passiert? Der Punkt wandert nach oben, zieht den Stabi mit und auf der anderen Seite versucht er nämlich entgegenzuwirken. Heißt also, je straffer oder weicher das ist, desto mehr Bewegung lässt du hier von beiden Seiten zu. Also der arbeitet ja so. Mhm. Da ist eine Torsion da drin. So, und jetzt ist halt das Problem, ohne die Differentialsperre fährst du in die Kurve, das eine Rad federt ein, versucht natürlich starr zu bleiben, also dem entgegenzuwirken. In dem Moment, da du keine Sperre hast, fängt aber das eine Rad an, mehr oder weniger Traktion zu verlieren. Du verlierst Zeit, du an Geschwindigkeit verlierst. Und deswegen war die Idee, wir probieren das jetzt aus. Wir haben drei Varianten. Also einmal die 20 mm Variante mit 18% weniger und einmal 22 und 24. Mhm. Mit 22 mm sind wir ungefähr 22,5% straffer und mit dem 24 mm Stab sind wir sogar 70% straffer. Der wird auf jeden Fall irgendwann zum Einsatz kommen, wenn hier eine Sperre drin ist. Okay, das heißt vom Fahrgefühl her würde ich wahrscheinlich mit so einem dicken Stabi drin erstmal denken, boah, fällt welten krasser. Aber langsamer. Weil das Auto nicht mehr so wankt. Nicht mehr wankt, genau. In Sachen Traktion würdet ihr tatsächlich sagen, lieber den weicheren. Genau, wir probieren jetzt erstmal die Variante aus mit der 18% weicheren Abstimmung. Mhm. Hier sieht man das auch ganz schön. Na, also einmal die unterschiedlichen leichter. Dann würde jetzt hier... Entschuldigt die dreckigen Hände, würde jetzt hier der originale zwischenkommen. Dann erste Stufe 22,5% steifer
und 70% steifer. Mhm. So, wir tasten uns jetzt erstmal hier mit dran, ohne Sperre. Wenn die Sperre drin ist, fangen wir hier mit an und arbeiten uns hier vor. Mhm. Hier würde ich sogar sagen, wird Thematik beim Rennfahrwerk. Mhm. Also beim Rennfahrwerk wird das definitiv hier zum Tragen kommen. Mhm. Mit der Sperre und allem. Ne? Genau, und das wird dann, denke ich, die finale Endstufe, dass wir da auch richtig Zeit dann irgendwann aus dem Auto rausholen. Mhm. Aber du sagtest, mit 70% ist er dann langsamer. Nein, langsamer, wenn er jetzt ohne Sperre fahren würde. Dadurch, mit der 70% steifere wäre so steif, dass wenn wir um eine Kurve fahren, das eine Rad entlasten. Genau. Und dadurch, also, dass wir keine Sperre haben, geht die ganze Kraft in das Rad und dreht durch. Du verlierst in der Sekunde Traktion, weil du ja keine gesperrte Vorderachse hast. Und dadurch, dass du dann weniger Vortrieb hast, also du hast nicht Traktionsverlust quasi mal in der Links- oder Rechtsbewegung. Also das Auto bleibt natürlich deutlich fahrstabiler als jetzt. Aber durch die fehlende Sperre fängt das eine Rad natürlich dann an, Traktion zu verlieren. Und dadurch, dass du keine gesperrte Vorderachse hast, wirst du im Endeffekt langsamer. Also du verlierst einfach nur Zeit. Du bist zwar sicherer, aber langsamer auf der Rennstrecke. Das heißt, diese beiden werden zum Tragen kommen, wenn die Sperre verbaut ist. Ich denke, mit der weicheren um 18% werden wir schon eine kleine Verbesserung spüren. Gehe ich stark von aus. Mhm. Genau. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal an der Hinterachse an. Ja. Weil die Hinterachse ist bei dem Auto ja immer so ein bisschen Baustelle, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, also die Hinterachse, haben wir ja schon oft thematisiert, ist bei dem Auto nicht gut. Wir haben eine Starrachse, die hat allerdings schon, ich sag mal, von Werk aus einen integrierten Stabi drin. Das siehst du von der Seite. Muss man einmal rumkommen. Den haben sie hier reingeschweißt. Der ist hier drin. Jetzt wäre die Idee gewesen, den zu verstärken mit einer Anbindungsposition direkt an der Karosserie. Wir sehen jetzt aber natürlich, wir haben gar keinen Platz. Also wir haben keine vernünftige Anbindung, um die Starrachse zusätzlich zu verstärken. Aber indem wir halt irgendwo an die Karosserie gehen. Also das würde nur noch hier irgendwo bleiben, aber hier ist halt alles ziemlich eng und knapp. Und natürlich die Vorderachse muss auch im Verhältnis zur Hinterachse passen. Was ich auf jeden Fall schon mal interessant finde, ist, man denkt eigentlich an eine Starrachse, ein starrer Körper. Mhm. Der würde sich nicht verwinden. Tut er. Und trotzdem macht man dann hier so einen fetten Stabi rein, der hier außen verschweißt ist. Genau. Der das Ganze nochmal, ich sag jetzt mal, federn lässt, übertrieben gesagt. Genau. Es gibt, also es gab auch früher schon Tipps und Tricks, indem man den hier quasi rausgeschnitten hat, also an den Originalpunkten, denn man baut die ganze Achse auf, löst die Schweißpunkte und verstärkt den gegen einen größeren. Da gibt es natürlich auch noch die Variante, die man bauen könnte mit Anbindung am Federbein. Allerdings, da wir jetzt hier wirklich dann irgendwann von einem Rundstrecken-Setup sprechen, müssen wir uns jetzt hier tatsächlich was überlegen, wie wir das am besten bauen, dass wir hier auch noch die Hinterachse verbessern können. Okay, das klingt aber auf jeden Fall nach größerer Baustelle. Hinterachse wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand. Und okay, das heißt erstmal jetzt Stabi vorne. Stabi vorne auf jeden Fall und Gedanken und entwickeln, was wir mit der Hinterachse dann später da machen können. Genau. Neue Reifen. Auf jeden Fall. Schön vermessen bei euch. Genau. Gucken, dass vorne alles passt. Ja. Und ab auf den Bilzerberg wieder. Vorderachse auf jeden Fall einstellen, dass das alles passt, ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben euch einmal kurz auf den Zwischenstand gebracht. Jetzt geht es hier fleißig weiter und im nächsten Video sehen wir uns wieder auf dem Bilzerberg. Bist du auch wieder dabei? Ja. Ich bin dabei. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.